Dating, 11 Tipps, um die Richtige zu finden. Seien Sie sie selbst und konzentrieren Sie sich darauf, Ihr authentisches und echtes Selbst zu zeigen, um sicherzustellen, dass Sie die Menschen, mit denen Sie zusammen sind, qualifizieren. Die Leute werden ausgesondert und Ihnen dabei helfen, Sie als den passenden Partner zu qualifizieren. Der Versuch, jemand zu sein, der man nicht ist, ist auf lange Sicht nicht nachhaltig und kann Sie daran hindern, eine sinnvolle Verbindung zu jemandem aufzubauen. Wenn Menschen sich zu Ihnen hingezogen fühlen und mehr in Ihrem Leben sein möchten, werden Sie es zeigen. Taten sagen mehr als Worte. Erlaube, dass Taten dich anderen näher bringen. Und wenn Taten dich auseinanderbringen, que sera sera, akzeptiere, was auch immer passiert. Alle Dinge geschehen aus einem bestimmten Grund. Eine Trennung kann ein Segen sein. Zweiter, seien Sie Ihr bestes Ich, indem Sie auf sich selbst achten, einen gesunden Lebensstil führen, Sport treiben und eine erfüllende Karriere fördern. Je sicherer Sie sind und alle diese Punkte erfüllt haben, desto einfacher wird es sein, jemanden zu finden, der am besten zu Ihnen passt. Dritter, machen Sie unterhaltsame soziale Aktivitäten und lernen Sie neue Leute kennen, indem Sie beispielsweise Vereinen beitreten, sich ehrenamtlich engagieren, an Veranstaltungen teilnehmen, Sport treiben und so weiter. Wenn Sie ein lustiges und optimistisches Leben führen, Menschen werden in Ihrem Leben sein wollen und das auch haben. Vierter, seien Sie selbstbewusst und zugänglich, indem Sie zulassen, dass Sie strahlen, lächeln, Ihre Haltung öffnen und freundlich sind. Ich empfehle Ihnen, nicht davor zurückzuschrecken, Ihre Stärken zu zeigen oder über die Dinge zu sprechen, die Sie lieben, denn die Diskussion über die Dinge, die Sie lieben, kann Ihnen dabei helfen, herauszufinden, ob andere gut zu Ihnen passen und umgekehrt. Stellen Sie unbedingt Fragen, damit Sie sie auch kennenlernen. Fünfter, lassen Sie andere mehr reden, indem Sie ihnen Fragen stellen und ein guter Zuhörer sind, wenn normales Geplänkel in peinliche Stille übergeht. Man muss nicht immer reden, aber wenn die Dinge unangenehm werden, Fragen können diesen Raum füllen und den Moment für Sie beide interessant machen. Jeder liebt es, über Dinge zu reden, die er liebt. Sechster, seien Sie aufgeschlossen, denn Ihr bester Partner kann jemand sein, mit dem Sie wirklich nicht gerechnet haben. Knüpfen Sie Kontakte mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Hintergründen und Interessen, um jemanden zu finden, der am besten zu Ihnen passt. Kennen Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Lernen Sie die Wünsche und Bedürfnisse Ihres potenziellen Partners kennen. Sehen Sie, ob Sie beide übereinstimmen. Sind Sie beide in der Lage, selbst wenn Sie nicht übereinstimmen, oder ergreifen Sie beide Maßnahmen, um die Wünsche und Bedürfnisse des anderen zu unterstützen? Dieses gleichberechtigte Geben und Nehmen kann Ihnen sehr dabei helfen, einen guten Partner zu finden und gemeinsam ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. 8. Probieren Sie Online-Dating-Sites aus. 1. Erfolg hatte ich über Match.com, eine Beziehung von etwa 3+ Jahren. Achten Sie darauf, sich frühzeitig an öffentlichen Orten zu treffen. Zu den gängigen Dating-Seiten gehören. OkCupid ist eine beliebte Dating-App, die mithilfe von Algorithmen Sie anhand Ihrer Interessen, Ihres Lebensstils und anderer Faktoren mit potenziellen Partnern zusammenbringt. Match.com ist eine der ältesten und bekanntesten Dating-Websites mit einer Vielzahl von Funktionen,
die Ihnen bei der Suche nach kompatiblen Partnern helfen. Bumble ist eine Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen und so mehr Kontrolle über den Dating-Prozess haben. Tinder ist eine sehr beliebte Dating-App, mit der Sie nach links oder rechts wischen können, um Partner basierend auf Standort und Vorlieben zu finden. Hinge ist eine beliebte Dating-App, die sich darauf konzentriert, sinnvolle Verbindungen herzustellen, indem sie sie mit Menschen zusammenbringt, die ihre Interessen und Werte teilen. Neunter, bitten Sie jemanden um einen Kaffee oder einen Brunch, basierend auf einem zurückhaltenden, entspannenden Ton dieser Bitte. Wenn Ihre Anziehungskraft, Gespräche oder Verabredungen intimer werden, wechseln Sie zu Verabredungen zum Abendessen. Das bedeutet, dass Tagesaktivitäten strategisch genutzt werden können, um Ihnen beiden ein entspannteres Kennenlernen zu ermöglichen. Zehnter, geben Sie unbedingt Auskunft darüber, welche Kleidung getragen werden sollte, wenn es eine hilfreiche Empfehlung gibt. Ich schätze es immer, wenn mir das jemand sagt, weil es Druck und versehentliche Momente der falschen Kleidung verringern kann. Bringen Sie immer eine zusätzliche Jacke für die andere Person mit. Es ist so eine schöne, romantische und fürsorgliche Geste, wenn man sie teilt. Elfter, kennen Sie Ihre Dealbreaker, welche Persönlichkeitsmerkmale, Handlungen und Grenzen Sie überschritten haben und die Sie nicht bereit sind, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Welche Dealbreaker würden zum Ende einer Beziehung führen? Stellen Sie sicher, dass Sie diese frühzeitig äußern, um sicherzustellen, dass Ihre Dates zu Beginn des Dating-Prozesses ähnliche Werte haben. Willkommen auf dem YouTube-Kanal Level Up with Alyssa Mahan, auf dem ich mich dafür einsetze, jeden Aspekt Ihres Lebens und des Lebens anderer durch den weltweiten Informationsaustausch zu verbessern. Unser Ziel ist es, erstklassige Einblicke in Wirtschaft, Finanzen, Gesundheit, Beziehungen, Liebe und eine Vielzahl anderer wichtiger Themen zu bieten. Bei unseren Inhalten geht es nicht nur um Informationen, es geht um Ermächtigung. Wir glauben, dass wir alle durch den Austausch von Wissen neue Höhen des Erfolgs und der Erfüllung erreichen können. Was uns auszeichnet, ist unsere globale Reichweite. Wir kommunizieren in 13 verschiedenen Sprachen, um sicherzustellen, dass unsere Botschaft bei einem vielfältigen Publikum ankommt. Suchen Sie nach dem Playlist-Album für Ihre Sprache. Ihre Unterstützung ist wichtig, Jets Like, jeder Kommentar, jedes Teilen und jedes Abonnement treibt unsere Mission voran, Leben durch die Kraft geteilter Weisheit zu bereichern. Begleiten Sie uns auf unserem Weg der Selbstverbesserung und des kollektiven Wachstums, denn gemeinsam tragen wir zur Verbesserung der Menschen um uns herum bei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, bald wieder mit Ihnen zu sprechen.